Willkommen zu Star Citizen und der Zusammenfassung des achten Tages der Intergalactic Aerospace Expo 2951. A journey through the darkness, through the deepest and the hardest. Mit Drake Interplanetary zog einer der beliebtesten und zugleich polarisierendsten Hersteller in die Hallen ein, nachdem Drake mit seinen effizienten und effektiven Schiffen auch Outlaws anspricht. Eine Neuerscheinung wurde nicht vorgestellt, jedoch konnten wir einen Blick auf die kurz bevorstehende Drake Vulture werfen, welche nicht nur Drakes Einstieg in ein Industrieschiff darstellt, sondern auch den Beginn der Salvaging-Mechanik markieren wird. Und zu allen vergünstigten Warbond-Angeboten, neuen Schiffen und Fahrzeugen sowie Skins und allen anderen Neuerungen im Pledge Store erhaltet ihr wie gewohnt in unserem übersichtlichen PDF, welches ihr direkt kostenlos über unseren Discord herunterladen könnt, alle Angebote. So entgeht euch kein Angebot und ihr müsst nicht lange suchen. Die auf $330 angestiegene Caterpillar gab es als Tages-Warbond-Angebot mit den obligatorischen 10-Jahres-Versicherungen sowie einer Ersparnis von $35. Neben den dauerhaften Angeboten der neu vorgestellten Spartan, Reft, Ares, Redeemer sowie der A2. Aber begeben wir uns direkt nach Microtech zur Intergalactic Aerospace Expo 2951 mit dem 8. Messetag und einem Stück Piratenflair. Ausschließlich in der Haupthalle sowie im Untergeschoss war Drake mit der Caterpillar sowie unter anderem der Cutlass-Serie in Szene gesetzt. Wobei im Gegensatz zu anderen Messetagen die Halle hier nicht überdimensioniert wirkte. Mit der Corsair als Drake-Version der Constellation oder 400i, der Vulture als heiß erwartetem Salvaging-Schiff sowie der Kraken bot Drake einige sehr beliebte Konzepte, jedoch keine Neuerscheinungen an. Als Gast im Livestream war es uns eine Ehre, Faxi mit Jimmy sowie Rishwa vom CCU Browser Addon begrüßen zu dürfen und wir möchten uns auf diesem Wege nochmals für euren Besuch bedanken. Die Haupthalle, welche durch das schwarz-rote Design von Drake in starkem Kontrast zum himmelblauen Hallendesign stand, wurde durch die Caterpillar dominiert, welche noch auf eine Vielzahl an Features wartet, was sie aktuell als reinen Frachter degradiert. Insgesamt waren nur 7 Schiffe und Fahrzeuge zu sehen, sowie 3 Konzeptionen als holographische Darstellung. Die Drake Herald, welche eigentlich ein riesiges Triebwerk mit Cockpit darstellt, ist dank seines gepanzerten Computerkerns als mittlerer Data Runner zwar aktuell noch ohne Gameplay-Mechanik, aber bereits das schnellste Schiff im Verse und bietet hierbei mit einem Bett und ausreichend Annehmlichkeiten bereits einige Einsatzmöglichkeiten. Die Buccaneer stellt dank ihrer exzellenten Bewaffnung den bislang schlagkräftigsten leichten Fighter dar, welcher ohne jeglichen Komfort oder gar Schleudersitz auskommt und sehr gute Flugeigenschaften aufweist. Die Defensivkapazitäten hingegen sind jedoch sehr eingeschränkt. Und mit der Cutlass-Serie bietet Drake eine der beliebtesten Schiffsserien im Verse an, welche mit der Black vergleichsweise kostengünstig ist, einen großen Laderaum, einen Traktorstrahl sowie eine gute Feuerkraft aufweisen kann. Die Blue als Patrouillenschiff bietet mit einem Quantum-Dämpfer, der bislang größten Zahl an Gefängniskapseln sowie etwas Frachtraum alles für Strafverfolgungsbehörden und Kopfgeldjäger. Und mit der Red erhalten wir eine Search-and-Rescue-Ambulanz mit 2 medizinischen Betten sowie einem starken Langstreckenradar, wobei jedoch kürzlich die Fähigkeit eines Respawn-Punktes entfernt wurde. Die Caterpillar als modulares und effektives Frachtschiff ist auch für erweiterte Such- und Rettungsmissionen konzipiert und bietet mit seinem künftig abdockbaren Kommandomodul viel Potenzial. Zudem sind die Modulrampen noch nicht vollständig einsetzbar, welche ihre Hubmechanismus, welcher bis zum Boden reicht, erst noch erhalten sollen. Die Dragonfly als zweisitziges Hoverbike stellt das bislang einzige Drake-Bodenfahrzeug dar. Mit der Corsair als Multicrew-Explorer, welche über eine enorme Feuerkraft, ein asymmetrisches Flügeldesign sowie einen großen Laderaum verfügt, stellt Drake für bis zu 4 Crewmen eine spannende Alternative zur Constellation oder 400i in Aussicht.
Und die Vulture läutet als Ein-Mann-Bergungs-Starterschiff das Salvaging, also die Bergungsmechanik, im aktuell geplanten ersten Quartal 2022 ein. Durch seine Industrietraktoreinheit, den geräumigen Frachtraum, Langstreckenfunktionalität sowie ausreichend Ausstattung für längere Ausflüge bietet die Vulture ein spannendes Konzept. Und mit der gigantischen Kraken, welche einen Multirollenträger darstellt, bietet Drake eine ganze fliegende Festung, welche als Privateer-Edition zudem noch über Handelsmöglichkeiten verfügt. Dank der zahlreichen Landemöglichkeiten für Schiffe sowie der enormen Feuerkraft bietet Drake mit der Kraken zudem ein fliegendes Zuhause für ganze Spielergruppen an. Und damit verabschieden wir uns vom 8. Tag der Intergalactic Aerospace Expo und freuen uns, euch zum nächsten Livestream oder zur YouTube-Zusammenfassung begrüßen zu dürfen. Ich verabschiede mich bis morgen und sage wie immer, see you in the verse.